Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier Blindverkostung auf meinem Kanal und wie bewerte ich sie? Ich sage ganz einfach, was wäre ich für eine Flasche bereit zu zahlen? So, bezogen natürlich auf eine 0,7 Liter Flasche zum Beispiel. Wenn ich also eine 0,5 Liter Flasche habe, dann rechne ich die Preise einfach ein bisschen hoch. So, dann wollen wir mal gucken. Das ist die Flasche Nummer 35. Die Flasche Nummer 35, das ist einfach nur eine Position. Hier hinter ist eine Zahl und die Zahl sagt erst aus, was ist das eigentlich für ein Whisky. So, und dann wollen wir auch mal gucken, was wir hier im Glas haben. So, so blaues Glas, das heißt, ich kann hier recht schwer sehen, wie die Farbe nun ist. Ob die nun hell oder dunkel ist, ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich schnuppe. Ich will einfach nur meine Sinnesorgane, Nase, Geschmack, Rachen, also Abgang, bewerten. Und dann sage ich, ja, wie gefällt er mir eigentlich? Testing Notes. Und dann sage ich natürlich, was wäre ich bereit dafür zu zahlen? Oh, der kommt ziemlich scharf rein. Der hat eine Kaugummi. So eine künstliche, also sagen wir mal, nicht wie so einen Huba-Buba-mäßig, diese Erdbeergeschmack, ihr wisst schon, ne? So. Oder diese, ja, Erdbeersüßigkeiten, ja, die so nach Erdbeer schmecken. Das ist ganz intensiv hier, ganz intensiv. Hat auch eine, wie soll ich sagen, er hat so eine duftige Schärfe. Ne? Duftige Schärfe mit diesem künstlichen Erdbeeraroma. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein großartiger Whisky ist. Also es wäre schon ungewöhnlich. Aber irgendwie mag ich mag es irgendwie. Es ist einfach, straightforward. Ich bin gerade überlegen, habe ich denn, welcher könnte es denn so sein? Ich bin gerade am Überlegen. Ich ändere gerade mal meine Sichtweise. Also wenn ich etwas sage, erste Eindrücke, aber vielleicht sind die auch total verkehrt, also fehlgeleitet. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, es hat auch irgendwas ein bisschen Zidermäßiges. Dann wird es der Talamore Dew Cedar sein, mit Cedar Finish. Also das ist ja Apfelwein, so viel ich weiß, ja. Kommt auf jeden Fall so in die Richtung, ja, würde ich jetzt sagen, der hat das so drin, ja. Okay, gut, jetzt wollen wir mal gucken, was dieser Whisky so auf der Zunge zu bieten hat. Also man merkt, die Malznote sehr schön raus. Ist jetzt nicht überwältigend, aber doch mit einer leichten Schokolade dabei. Recht gut. Ist jetzt nicht so der Whisky, wo ich sage, wow, super, ja, einmalige Sache. Aber ein solider Whisky, geschmacklich. Um die 28 Euro würde ich ihn jetzt erstmal tippen. Ja, also nicht schlecht. Noch nicht die ganz wirkliche Mittelklasse, aber schon so, er geht so ein bisschen in die Richtung Mittelklasse. Ne? So.
Also Mittelklasse ist bei mir so zwischen 30, 35 Euro. Das ist Mittelklasse. Ja, wollen wir nochmal den Abgang. Abgang, ja, ist vorhanden. Bleibt eine leicht dunklere, bittere Note übrig, die ich jetzt so betiteln könnte wie so eine Malzbitterkeit, ne? Ein geröstetes Malz so sehr tief liegt. Das ist so, was da gerade so übrig bleibt. Aber so, weiß nicht, Malztee oder sowas, dieses kräftige, das bleibt da übrig. Haben wir einen größeren Schock genommen. Kommt rein. Hat schon eine, geht's was ich in der Nase habe. Kräftig rein. Wechselt einmal. 28 Euro. 28 Euro schottischer Whisky. Glaube jetzt nicht, dass das jetzt, also Single Malt, 40 Volumenprozent. Ja, das ist, das würde ich, so würde ich ihn einschätzen. Nicht schlecht. Kann man trinken. Ist jetzt keine Punkt, wo ich sage, wow, aber auch nicht gerade, wo ich sage, nee, ne? Also, das ist schon lecker. Den kann man mal so trinken, wenn man mal Lust hat, einen Whisky zu trinken, ohne sich jetzt irgendwie zu überfordern oder wo man sagt, ach, ich kann jetzt einen Whisky jetzt nicht so genießen, sondern ich möchte eher so einen Relax-Whisky haben, wo ich sage, ich will jetzt mal einen Whisky trinken, der trotzdem schön ist und den ich trotzdem genießen kann, aber jetzt, wo ich nicht sage, boah, ich muss jetzt den, boah, ich weiß nicht, den 18-jährigen Whisky, der dreistellig ist, kosten. Ihr wisst schon, was ich meine. So, jetzt löse ich auf. Also 28 Euro. Oh, sehr hell. Sehr, 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 sehr hell. Also der ist sehr hell. 43. Könnt ihr das sehen? 43. Wow. Das ist ja helle Kamillentee. Von der Farbe her. Wow, jetzt bin ich aber gespannt. Was ich hätte ihn jetzt auch dunkler von dem Geschmack her. Gut. Aber ich, eine Sache. Bin gerade überlegen, ob er Rauch drin hat. Hat auf jeden Fall, dann könnte sein, dass er eine kleine Rauchnote hat. Okay, also, den habe ich jetzt das zweite Mal. Süd-Nahar-Alba Speyside. Cask Number 80563. Den habe ich mal beim Aldi gekauft. Aldi Süd. Den konnte man dort mal kaufen. 46 Volumenprozent. Eine, also normalerweise ist das ein Whisky, den kaufe ich ja nicht. Aber ach ja, Preis 40 Euro. 40 Euro und ich habe jetzt 28 gesagt. Okay, könnte dann dazu stehen, ob er das jetzt wert ist. 40 Euro. Würde ich sagen, leider nicht ganz. Oh, komisch eigentlich. Schade. Ja, das ist so ein Whisky, wo ich sage, ach, hätte ich ihn doch besser bewertet. Aber nein. Ich glaube, das ist so ein typischer Whisky, wenn man den bekommt. Ja, jemand sagt, oh, Süd-Nahar-Alba, Speyside Whisky, ne? Fassabfüllung, ja, Cask so und so viel. Gute Stringstärke, 46 Volumen. Probier den mal. Ne? Was für ein fantastischer Whisky. Oh, super klasse. Super Whisky. Super diese Blume und so weiter. Und dann zack. Sind 40 ist ein Schnäppchen. Ne? Okay. Destilliert bei der Strathmill Distillery. Single Cask Abfüllung. Ja, nicht kühl gefiltert, nicht gefärbt. Also, Leute. Nicht gefärbt. So sieht ein nicht gefärbter Whisky aus, ja? Der nicht
in irgendwelchen komischen Fässern reingelagert wurde, ja, die möglichst tief dunkle Farbe liefern, sondern in Hotshedge. Also, ich weiß gar nicht, Hotshedge, wie viel Liter das sind. Oh, das hätte ich mal besser wissen sollen, aber egal. Also, so hell kann ein Whisky sein, ja. Also, okay, gut. Und, okay, 28 Euro. So ist es halt, wenn man einen Whisky blind verkostet. Meine Frage des Tages. Welche Single Cask Whisky hat euch mal enttäuscht? Ja, gesagt, ich habe mal ein, ich weiß nicht, ich sag mal, ich weiß nicht, was für ein Single Cask, irgendwas geholt, ne, von irgendwelchen Vereinen, die es da irgendwo gibt, die dann sagen, wir bieten da jetzt hier diese und jene, und dann sagt ihr, boah, der hat mir mal echt wehgetan, ja. Ja, schreibt es mal in den Kommentaren rein. Auch mal sowas würde ich gerne mal wissen, wie eure Erfahrungen so Kummerkassen, so, oh, ich hab mal, ne. Also wenn ihr ja, das nicht genau reinschreiben wollt, sage ich, ich habe mal von den vielleicht mal was gekauft oder so. Oder mir ist es auch mal passiert. Vielleicht könnt ihr auch das schreiben. Mir ist es auch mal passiert. Ich habe so und so viel gezahlt und der war so und so alt eigentlich und ich war totale Enttäuschung und sowas. Ne? Wenn ihr dann keinen Namen nennen wollt, ist es auch klar. Denn hier jemanden schwarz anmalen, das mache ich nicht gerne. Aber wenn ich hier Blindverkostung mache und sage dann, der gefällt mir nicht oder den habe ich jetzt nicht so bewertet, wie ich ihn bezahlt habe, dann ist das halt meine Meinung, die ich völlig ungefiltert wiedergebe und nachträglich vielleicht noch zurückschwimme, aber so ist es halt. Das ist mein Sinn meines Kanals, dass ich euch zeige, wie ich den Whisky nun ganz ehrlich finde. So, also Frage war, wo sind eure Reinfälle in Single Cask? Ansonsten sage ich nur noch, habt viel Spaß mit euren Whiskys. Bis dann, tschüss.